Yo, das Game gibt eine üble Project Fredbear Reboot-Vibes, Leute. Hat er mich gesehen? Nee, hat er nicht. Doch, hat er. Oh, oh. Kann ich mich irgendwo verstecken? Alter, wie groß ist die Location? Hey, Freunde, damit herzlich willkommen bei eurem Chulfa und herzlich willkommen zu Kidnapped at Freddy's. Ich hab's vor ein paar Wochen schon gesagt, Leute. Monatelang kommen keine guten FNAF-Fangames. Man denkt sich nichts Böses und plötzlich gutes FNAF-Game. Gutes FNAF-Game. Gutes. Gut, ja. Ah. Wochenlang musste ich irgendwelche Games in den Mixer stecken und dann hoffen, dass irgendwas Gutes bei rauskommt. Kommt die neue Tjulfa-Autogrammkarte? Am 15.04. ist der neue Merch-Drop, Leute. Link zum Shop ist in der Beschreibung. Da gibt es das neue Tjulfa-Bundle. Wird limitiert sein auf 250 Stück? Was die Zahl bedeutet, die haben wir uns ausgedacht. Ja? Ist mir im Traum eingefallen. Deswegen 15.04. 18 Uhr. Seid schnell. Ihr könnt euch auf der Website, wie gesagt, Link in der Beschreibung, schon für den Newsletter anmelden. Dann verpasst ihr garantiert nichts, falls sich das Datum verschiebt oder so. Sollte aber eigentlich nicht passieren. Wir gehen jetzt aber erstmal rein ins Game und haben hier erstmal halbe Bibel mit Controls. Was passiert denn in dem Spiel? Das ist doch nur eine Demo. Outlines für Objekte? Ja, besser. Ich glaube, hier ist es dunkel. Oha, das sieht ja übel krass. Oha! Hä, ich dachte, das ist so eine richtig basic Demo. Guck mal, wie nice das hier drin aussieht. Und es ist wie in so einem VHS-Style, oder? Wie so ein VHS, aber als FNAF-Game. Ich meine, alle VHS-Tapes sind von FNAF und FNAF... ich weiß nicht, wo ich mit dem Gedanken hin wollte. Ich dachte, ich sag was Cooles, aber es hat mittendrin aufgehört. Wie auch immer. Es sieht aus wie ein VHS-Tape, aber wir spielen es selber. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Das ist alles, was ich sagen wollte. Wie ein VHS-Tape, aber wir sind Teil davon. Sieht ultra cool aus. Wir kommen hier rein in die Location. Leute, ihr wisst Bescheid, wenn euch die Videos gefallen, lasst gern wie immer einen Daumen nach oben auf die Videos da. Ich freue mich sehr über den Support. Kuss geht raus. Generell ist der Support in letzter Zeit extrem krass. Danke dafür. Und wir haben hier direkt so einen Empfangstresen oder so. Yo, das Game gibt eine üble Project Fredbear Reboot-Vibes, Leute. Wisst ihr noch Project Fredbear Reboots, wie viele Secrets und Sachen wir... Da, oh! Da drin, Freddy ist weg! Wait, wasn't there three of them? Ja. Huh, maybe not. Unser Charakter hat es gerade auch gesagt. Yo, gibt's nicht eigentlich drei Animatronics? Ja, definitiv, Bro. Die Lichter sind angegangen auf der Bühne. Chica und Bonnie sind da, Freddy ist weg. Wir werden dem Ganzen auf die Spur gehen. Schliche kommen. Oh mein Gott, was ist mit meinem Gehirn los? Ich will Sätze sagen, aber die Worte fallen mir nicht ein. Wir schauen uns gerade aber erstmal noch ein bisschen hier um. Hier sind noch irgendwelche Geschenke direkt hier im Eingangsbereich. Oh, was ist das hier? Hier sieht es übel runtergekommen aus und so. Wir schauen uns den Rest aber gleich noch in Ruhe an. Wir gehen erstmal hier vorne kurz zu... Oh, was ist das für ein Bild? Oh, kann ich das... Oh, ich kann die Bilder einsammeln. Warum? Wofür? Bin ich Hobby-Bilder-Sammler-Künstler? Ich lasse es... Ich erzähle heute nichts mehr, Leute. Wir spielen einfach stumm weiter. Okay, die Animatronics haben auch ihre Augen zu. Ich wusste nicht mal, dass die Augenlider haben. Seit wann können die ihre Augen zumachen? Vielleicht... Da ist Freddy! What? Jo, warte, kann ich mich... Oh, ich kann mich ducken, zum Glück. Boah, ich wusste nicht, ob ich mich ducken kann. Alter, Freddy ist da drüben am Start. Aber er macht gar keine Geräusche. Ich höre jedenfalls nichts. Irgendwas liegt auf dem Tisch. Okay, doch, er macht Geräusche. Wenn er näher dran ist, macht er Geräusche. Alter, Turbo Creepy. Er kam auf einmal aus dem Gang rausgelaufen. Damn. Er beobachtet... Oh, was war das gerade? Was macht er? Guck mal, es ist die Küche. Er schaut in die Küche. Sucht er uns? Weiß er, dass wir hier sind? Freddy? Mario? Okay, warte mal. Oh, hat er mich gesehen? Nee, hat er nicht. Doch, hat er! Oh! Oh! Er ist hinter mir, oder? Ja, er ist definitiv... Warte, kann ich mich irgendwo verstecken? Kann ich mich irgendwo verstecken? Alter, wie groß ist die Location? Yo, oh mein Gott, hier ist ein ganzer Arcade-Bereich. Er ist noch hinter mir! What? Jo, wo bin ich denn hier jetzt? Nein, er kommt. Nein, 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 nein. Nein. Oh, lol, ich bin ihm ausgewichen. Alter. Okay, ich glaube... Alter, seine Augen leuchten rot. Jo, guck mal, wie sieht das denn... Freddy?
Yo, let's get this ist ja richtig on the nice gemacht. Oh, ich glaube, mein Charakter hat gerade im Intro gesagt, ich muss einen Weg in den Keller finden. Hatte ich die Taschenlampe eben schon an? Doch, ich glaube schon, oder? Nee, hatte ich nicht. Alter, hier ist alles voller Blut. Ich hatte den... Nein, ich hatte definitiv nicht die Taschenlampe an. Holy shit, Mann. Alles ist voller Blut hier. Yo, also, wie gesagt, Leute, das ist ein Early Teaser. Eine ganz frühe Demo. Vieles vom Game ist hier noch nicht drin, was hier reinkommen soll. Aber das, was drin ist, gefällt mir schon extrem gut. Also, das sieht ja mal richtig... Hier ist auch alles voller Blut, let's go. Das sieht ja mal richtig, richtig gut aus. Dieser ganze VHS-Filter, wie die Animatronics aussehen, wie Freddy so drauf ist. Wir folgen einfach mal der Blutspur. Keine Ahnung. Okay, hat die Taschenlampe ausgemacht. Keine Ahnung, warum. Ich folge jetzt einfach mal der Blutspur, Leute. Vielleicht führt mich das... ins Büro. Ist das hier der Keller? Wir sind im Büro, Leute. This may take a bit. I'll come back later. Oh, ich muss hier irgendein Virus uploaden. Kann ich mich unter dem Tisch verstecken? Kann ich nicht. Okay, ich verstecke mich im Vent. Ich verstecke mich im Vent und uploade den Virus. Klingt für mich wie ein guter Plan. Aber wir müssen uns auch im Rest der Location noch umsehen, was es hier sonst noch gibt. Alter, wie viel Blut ist hier? Wen hat es denn hier erwischt, Mann? Aber schreibt mal bitte eure Meinung zum Game in die Kommentare. Wie gesagt, ganz frühe Demo. Wenn ich die Vollversion spielen soll, Leute, Daumen nach oben. Lasst es mich wissen. Und dann... Are you sure? Continue. Ja, klar. Mach mal. Oh, hier ist noch ein Bild. Need to muss go. Muss ich auch einsammeln? Also, wir haben kein wirkliches Objective. Also, nicht irgendwie... Oh, doch. Haben wir. Need to collect. 10 Bilder. Upload Virus. Virus. Finde den Kellerschlüssel. Forgotten Plushies müssen wir sammeln. Und ein Portemonnaie. Eine Purse. Okay, kriege ich hin. Wie? Hallo? Wie kann ich das? Ah, okay, so geht's wieder weg. Okay, nice. So, der Virus ist fast fertig. Mal sehen, was dann passiert. Wahrscheinlich geht der Strom aus. Alles stürzt ab. Nee, aber Freddy ist da. Ab in den Vent. Hat er mich gesehen? Ich glaube nicht. Oh, wir können uns auch lehnen. Wow! Okay, okay. Im Vent sind wir sicher. Im Vent sind wir sicher. Alright. Okay, den Virus haben wir hochgeladen. Den Virus haben wir hochgeladen. Warte, ich gehe mal wieder hier raus. Geh mal wieder raus. Hallo, kann ich nochmal nachgucken, bitte? Yo, wie kann ich die... Ich kann die Ziele nicht wieder aufrufen. Ach, Mann. Sowas Dummes. Okay, ja, wie gesagt. Frühe Demo, Leute. Wie auch immer, kann man nichts machen. Alter, läuft jetzt alles hier rum, oder was? Ich lasse mich doch von Freddy hier jetzt nicht aus der Ruhe bringen, Leute. Wir gehen einfach hier drüben in den Gang. Kann ich mich da drin verstecken? Ja, okay, in dem jetzt nicht. Da sind die ganzen Geschenke davor. Aber hier drin, kann ich mich hier drin verstecken? Kann ich? Yo, das Game ist richtig stark, Leute. Das sieht auch richtig crazy aus, wenn man hier rausguckt. Yo, es gefällt mir richtig, richtig gut. What? Ich höre Freddy. Hier ist auch überall Blut. Oh, oh, oh. Nein, warte, wo ist der Vent? Warte, wir müssen schnell in den Vent rein. Moment, wo laufe ich lang? Hier lang, hier lang, hier lang. Schnell, 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 schnell. Let's go. Wow, er ist direkt hinter mir. Das wird eine knappe Nummer, aber... Boah, wir haben es geschafft, let's go. Alter. Okay, wir tricksen ihn einfach aus und wir laufen jetzt hier weiter in die Location rein. Ich will mal wissen, was es hier sonst noch gibt. Hier gibt es so viele Gänge und Türen. Dafür brauchen wir den Basement Key. Das heißt, irgendwo muss ja auch... Hier ist ein Plushie. Yes, wir haben einen Plushie gefunden. Let's go. Irgendwo muss auch der Basement Key sein. Beziehungsweise bin ich mir nicht sicher, ob der in der Version hier schon drin ist. Ich glaube nämlich, ich habe eben irgendwas gelesen von, dass der Schlüssel noch nicht in dieser Version drin ist. Aber ich weiß es nicht genau. So, was ist das hier unten? Oh, das sind die Toiletten. Kann man die öffnen? Alter, da ist einfach nur Blut drunter. Was zur Hölle ist da passiert? Ich glaube, denen geht es gar nicht gut, Leute. Ich sag ganz ehrlich. Wer auch immer da drin auf Klo war, tut mir echt leid. Sorry. Hier sind auch Toiletten. Kann man hier... Oh, hier ist nochmal eine Zeichnung. Six to go. Six to go, sagt er noch. Sechs Zeichnungen noch? Wie viel haben die denn hier gezeichnet? Ich habe das schon als eingesammelt. Hier ist noch eine. Five to go. Five to go. Ich höre Freddy. Habe kurz Schritte gehört. Das Game ist extrem leise, leider. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wäre besser, wenn es lauter wäre. Okay, three to go. Hier ist noch ein Plushie. Noch ein Plushie. Noch eins. Wir haben alle Plushies, oder? Freddy ist irgendwo. Weil Plushies waren es nur drei. Und wir haben drei. Wir laufen mal hier rüber. Das ist hier so noch eine Zeichnung. Das hier sieht mir auch aus wie ein Raum. Das ist so ein Party-Room, ne? Aber jetzt sind hier irgendwie Aktenschränke auch und sowas. Da drüben ist noch eine Zeichnung im Gang. Aber das hier sieht mir aus wie ein Raum, wo man potenziell auch einen Schlüssel finden könnte vielleicht. Rein theoretisch, ne? Okay, wir jetten erstmal hier rüber. Schnappen uns noch die Zeichnung. Kann ich nochmal... Ah, hier, guck mal. Virus ist geuploadet. Wir haben drei Plushies. Und es fehlen nur noch zwei Zeichnungen. Ich lasse die Ziele jetzt mal offen. Ich glaube, ich kann die auch offen lassen, während ich spiele, oder? Ich glaube schon. Okay, keine Ahnung, wo Freddy ist, Leute. Ich glaube, er ist aber hier oben im Hauptraum irgendwo, oder? Jo, jo. Er war links neben mir. Alter,
Yo, Bro, what the hell? Er war links neben mir im Haupteingang, hat sich da versteckt, hat auf uns gewartet. Alter! Freddy, chill! Yo, okay, wir brauchen noch zwei Zeichnungen. Ich schaue mich mal um. Leute, ich glaube, das hier geradeaus, auf dem Tisch da, das ist die Purse, diese Handtasche, die wir finden sollen. Ich glaube, die habe ich jetzt auch gesehen. Mann, schade, dass das Game nicht lauter ist. Dann würde ich auch was hören. Weil kein Plan. Freddy steht da drüben rum. Okay, warte, ich duck mich mal. Ich ducke mich mal und schnapp mir die Handtasche. Warte mal. Ich mache Lampe aus. Zack. Yes, wir haben die Lampe, die Tasche. Warte, Freddy ist da unterwegs. Wir verstecken uns. Wow. Okay, wir brauchen noch zwei Zeichnungen. Wo sind noch welche? Die da an der Wand habe ich. Aber warte, es gab doch noch eine Tür hier hinten, oder? Für Parts and Service und sowas. Hier hinten rechts, da ist noch eine Tür. Da war ich noch kein einziges Mal drinne jetzt. Und Freddy geht auch gerade. Er hat uns, glaube ich, nicht gesehen. Okay. Können wir hier auch noch rein? Hier sind nochmal irgendwelche Toiletten. Want to go. Want to go. Vielleicht, wenn wir alles haben. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob der Schlüssel hier drin ist. Aber. Vielleicht kriegen wir irgendeinen Hinweis. Wenn wir alle Zeichnungen haben oder so. Aber wo ist die letzte? Wo ist die letzte Zeichnung? Hier ist sie, ich hab sie. Last one. Last one. Wir haben alle Zeichnungen. Aber keine Ahnung, wo der Schlüssel ist, Leute. Okay, kein Plan, wo der Schlüssel ist. Alter, hier ist auch alles blutig auf der Bühne, yo. Okay, wir haben auch noch kein Büro gefunden, ne? Kein Büro für den Night Guard haben wir bis jetzt gefunden. Ich habe mir gerade nochmal die Beschreibung von der Demo kurz angeguckt. Also der Schlüssel spawnt, wenn wir alle anderen Aufgaben gemacht haben. Das heißt, irgendwo, wir sind ja gerade eben fertig geworden mit den Zeichnungen. Das heißt, irgendwo hier drin muss jetzt der Schlüssel sein. Irgendwo hier in der Location liegt er jetzt. Jetzt ist nur die Frage, wo wir ihn finden. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, systematisch alles irgendwie abzulaufen. Ich glaube nämlich nicht, dass er einen festen Spawnpunkt hat. Ich glaube, der kann irgendwo rumfliegen. Halt wie damals im Project Fredbear Reboot. Beziehungsweise, da hat er ja ein paar feste Spawnpunkte gehabt. Aber da war es ja auch mehr Glück als alles andere, dass man ihn gefunden hat. Vielleicht hier im Büro? Ich habe eben gesagt, es gibt gar kein Büro. Aber wir waren ja sehr wohl in dem Büro. Ich bin schon komplett lost, Leute. Ich bin schon geistig verwirrt. Das Risiko, was wir jetzt natürlich haben, ist, dass Freddy hier irgendwo unterwegs ist. Ich habe keinen Plan, wo er gerade ist. Und er könnte uns jederzeit ins Genick springen, während ich hier den Schlüssel aufgabeln möchte. Habe ich ihn gehört? Nee. Warte, ich sehe da was leuchten. Da leuchtet was. Ist das der Schlüssel? Ja! Oh mein Gott, wir haben ihn gefunden. Time to head to the basement and see what's there. Wow, okay. Freddy ist da. Das da ist der Keller-Dings. Freddy, komm, wir müssen noch warten, wir müssen uns verstecken. Wir chillen kurz hier. Warte, wo geht der hin? Er ist abgebogen, oder? Ja, ist er. Ab in den Keller. Let's go. Oh, runter in den Keller, Leute. Und hier unten ist nichts. Das wusste ich aber. Ich wusste, dass hier unten noch nichts ist. Die Cutscene gibt's noch nicht und das Kellerlevel gibt's auch noch nicht. Das ist der Teaser, das ist die Demo zu Kidnapped at Freddy's. Ultra gut, wie ich finde. Eure Meinung in die Kommentare, wenn ich die Vollversion spielen soll. Daumen nach oben. Natürlich gerne ein Abo dalassen, Leute. Shop-Link ist auch unten in der Beschreibung. Und ihr könnt gerne das letzte Video hier drüben noch auschecken. Ultra cooles FNAF-Fangame. Finde ich richtig, richtig stark. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin.